Hallo Leute, euch fallen bestimmt gleich zwei Dinge ein. Erstens, ich bin ungeschminkt. Und zweitens, es sieht hier komplett anders aus, anderes Setting. Das habt ihr vielleicht, wenn dann, mal auf Instagram gesehen. Denn es geht heute nicht um mich, sondern um etwas aus meinem Leben. Wie viele ja mitbekommen haben, ziehen wir um. Und deswegen wollte ich euch einmal unsere alte Wohnung zeigen und unsere neue Wohnung. Und ich bin ganz gespannt, wie ihr sie findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns gleich wahrscheinlich nochmal so im ein oder anderen Spiegel. Aber ich sag schon mal tschüss. So, das hier ist die alte Wohnung. Nicht wundern, das hier muss noch alles in die neue Wohnung. So, das ist der Eingangsbereich. Wir hatten hier auch ein ganz großes Kajaksregal, wo dann Schuhe und sowas drin waren. Und dann kommt man hier auch direkt in unsere kleine, feine Küche. Hier war der Kühlschrank. Und falls jemand Interesse an einer Küche hat, die steht zum Verkauf. Die ist übrigens hier auch ganz toll. Hier kann man einfach den hier machen. Das ist Soft Close. Oder man macht den hier, dann kommt so raus. Ja, das muss ich alles noch mitnehmen. Küche muss ich noch sauber machen. Aber ich habe es sehr gemocht, dass es wirklich so eine kleine Küche ist. Hatte wirklich sehr, sehr viel Stauraum. Hier könnt ihr schon den ersten kleinen Ausblick erhaschen. Aber da gucken wir gleich nochmal drauf. Wir gehen jetzt erstmal ins Wohnzimmer. So, hier sind noch Sachen, die ich entsorgen muss. Außer die Paletten, die kommen natürlich nicht auf den Müll. Ich gehe mal ganz hinten an die Wand. Das hier war das Wohnzimmer. Hier war der Fernseher und ein Regal. Hier war die Couch. Dann drehe ich mich einmal um. Hier war mein Hintergrundsystem. Das habt ihr auch zwischendurch mal gesehen. In den Videos war ich also immer hier gesessen. Und hier hatte ich meinen Schreibtisch. Hier habe ich dann alles geschnitten. Und ja, da hinten sind noch ein paar Zimmer. Die zeige ich euch gleich. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Herzstück dieser Wohnung. Und dem traue ich tatsächlich auch ein bisschen nach. Es ist nämlich einerseits ein Riesenbalkon. Ja, das muss ich auch noch hier alles wegtun. Aber Leute, ich kann es euch zeigen. Das ist Karlsruhe. Und bei gutem Wetter, jetzt ist es ein bisschen nebelig, kann man da hinten sogar den Wald sehen. Der teilweise, ich glaube, da irgendwo ist auch Pfälzerwald. Und ich muss sagen, diesen Blick, den werde ich auf jeden Fall vermissen. Hier auch mit einer ganz großen Fensterfront. Und ja, hier ist das Fenster von der Küche. Und jetzt schauen wir noch ins Schlafzimmer. Da ist hier nochmal quasi so ein zweiter Gang. Und dann ist hier das Schlafzimmer. Der Schminkschrank kommt noch raus. Ja, hier war mal eine komplett schwarze Tapete, deswegen ist hier auch noch ein schwarzer Lichtschalter. Ich kann euch, vielleicht finde ich ein Bild, dann kann ich euch mal ein Bild einblenden, wie die Tapete hier vorher aussah. Und ich habe halt die Steckdosen quasi neu angeschlossen, aber hier war das Bett davor gestanden, deswegen hat man es nicht gesehen. Und hier auch aus dem Schlafzimmer hat man diesen wunderschönen Blick über Karlsruhe. Und jetzt kommt gleich noch was Cooles. Hier ist einmal das Bad. Ich habe das Licht schon überall ausgemacht. Es ist auch gerade ein bisschen unaufgeräumt. Oh Gott, ihr seht gar nichts. Weil da noch die Palettenkissen sind. Da steht Toilette. Und da war die Waschmaschine gestanden. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Interessanter ist wahrscheinlich das hier. Oh, warte, warte, warte. Ich habe den Effekt kaputt gemacht so. Das hier, und zwar ist das ein, ihr habt es ja jetzt eben schon gesehen, ein begehbarer Kleiderschrank. Jetzt habe ich eben die Sicherung reingedreht. Ja, bam. Und das ist echt groß, Leute. Also, ich kann da komplett drin stehen. Hier waren meine ganzen Handtaschen und Schuhe und Klamotten. Und das ist halt schon cool. Ja, tada, ein begehbarer Kleiderschrank. Das war früher immer mein absoluter Traum. Und ich hatte jetzt einen. Jetzt werde ich keinen mehr haben, aber das ist auch okay. Ja, das war sie.
meine erste richtige Wohnung. Ich habe ja im Studentenheim mal zwischenzeitlich gewohnt. Ich habe in einer WG gewohnt. Und das war so die erste Wohnung, die ich auch wirklich so einrichten konnte, wie ich es wollte. Und die mir einfach in allen Belangen zugesagt hat. Aber im Endeffekt ist sie jetzt leider doch zu klein gewesen für zwei Leute. Ich bin ja damals alleine eingezogen. Und unsere neue Wohnung ist aber auch wunderschön. Und die seht ihr jetzt. Und wenn man reinkommt, hat man erstmal einen richtig großen Gang. Dann kommt man hier direkt in die Küche. Die Küche wird leider erst nächstes Jahr kommen. Ist aber schon bestellt und vorläufig haben wir das hier als Küche. Aber es ist ein bisschen Chaos, aber es passt. Dann ist hier noch ein Balkon, der gerade auch ein bisschen unaufgeräumt ist. Zwecks Umzug. Und dann gehen wir weiter. Hier sind nochmal vier Türen. Fangen wir mal hier mit an. Das wird mein YouTube-Büro, also YouTube-Zimmer-Büro-Studioraum. Und hier haben wir, also wir haben die komplette Wohnung neu gestrichen und haben hier zwei Wände grau gemacht, so ein schön hellgrau. Und unsere Zimmer sind auch alle miteinander verbunden. Das heißt, man kommt auch hier quasi jetzt ins nächste Zimmer, ins Wohnzimmer. Hier Internet, super wichtig, ist schon da. Musikanlage, super wichtig, ist schon da. Und von unserem Wohnzimmer, hier ist wieder der Gang, ne? Kommt man hier ins Schlafzimmer. Die Tür werden wir aber wahrscheinlich zumachen. Und ja, da haben wir erstmal alles weiß gelassen. Und durch diese Tür kommt man auch wieder in den Gang. Dann haben wir hier noch eine Tür, hier ist das Badezimmer. Ist jetzt auch ein bisschen sporadisch aktuell, mit den ganzen Putzmitteln. Duschvorhang oder so eine Wand wollen wir da noch hinmachen. Hier kommt noch ein Regal hin. Das Waschbecken kommt raus, hier kommt ein kompletter Waschunterschrank hin. Da oben fehlt auch noch was. Aber sonst ist das unsere Wohnung. Und ich liebe sie, ich liebe diese hohen Decken. Und weiß nicht, ich finde Altbauwohnungen haben einfach immer so einen gewissen Charme. Richtig, richtig schön.